heute ist der 4. Januar, ein Freitag. Und es geht gleich los in der ARD. Um 20.15 Uhr sehen wir den zweiten Teil vom Im Meer der Lügen, der deutschen Erstausstrahlung, zu der wir ja gestern den ersten Teil in der ARD hatten. Stefanie Ritter ist nach einem Jahr die Flucht aus dem Gefängnis in Mexiko nach Deutschland gelungen. Gemeinsam mit Anwalt Paul Linke kommt sie einer Intrige auf die Spur. Anschließend um 21.45 Uhr gibt es einen Tatort, der sogar mit 3 Sternen bewertet wird von Einkauf aktuell. Das ZDF zeigt um 20.15 Uhr Der Kriminalist, eine Krimiserie. Die Folge heißt Fahrt in den Tod. Und zwar ist es so, Hauptkommissar Schumann wartet nach Dienstschluss auf seine U-Bahn. Da schwankt auf dem Bahnsteig eine Frau und fällt um. Jemand hat sie in dem Gedränge erstochen. 21.15 Uhr folgt dann Soko 5113, anschließend das Heute-Journal. Der NDR zeigt eine Aufzeichnung von 2001 aus dem Ohnsorgtheater. Das Stück heißt Der Goldene Anker, eine Komödie. Im Goldenen Anker treffen sich die skurrilsten Typen wie der raubeinige Kapitän Mewes oder Seebär Ole Backer. Wie sie zieht es auch die unglücklich verliebten Jens, zieht es auch den unglücklich verliebten Jens aufs Meer. Um 22 Uhr die NDR Talkshow. RTL zeigt Wer wird Millionär, die beliebte Quizshow. Jede einzelne Frage gibt es hier als Zusatzinformation. Mit der dazugehörigen richtigen Antwort, die Günther Jauch stellt, wird von 2 Autoren auf ihre Richtigkeit überprüft, dann von einer Lektorin Korrektur gelesen und noch einmal gründlich gecheckt. 21.15 Uhr Mario Barth präsentiert Personality Show. Sat.1, 20.15 Uhr, das weiß doch jedes Kind. Eine 11-teilige Wissensshow. Fragen aus dem Unterrichtsstock der Klassen 1 bis 5 können es wahrlich in sich haben. Die erwachsenen Kandidaten in der Show mit Cordula Strandmann können davon ein Lied singen. Pro7 zeigt um 20.15 Uhr Spider-Man, eine Comic-Verfilmung aus dem Jahre 2002. Mit Tobey Maguire. Der Biss einer genmanipulierten Spinne macht aus dem schüchternen Schüler Peter den Superhelden Spider-Man. Der setzt seine Fähigkeiten zum Wohle New Yorks um. Um 22.40 Uhr wird dann Galileo Mystery. Dann Kleinsender RTL 2 zeigt The Patriot, ein Action-Thriller mit Steven Seagal. 2 Sterne bekommt er hier immerhin noch. Kabel 1 zeigt Ghost Whisperer, Stimmen aus dem Jenseits, eine Mystery-Serie. Und Vox zeigt Crossing Jordan, Pathologin mit Profil, eine Krimiserie. Und anschließend die Gilmore Girls. Arte zeigt um 20.40 Uhr eine deutsche Erstausstrahlung, Die Zeit, die man Leben nennt, ein Psychodrama aus dem Jahr 2007. Und Super RTL zeigt High School Musical 2, eine Teenager-Komödie aus den USA. Und anschließend 22.15 Uhr Die Nanny, eine Comedy-Serie. Ich wünsche gute Unterhaltung mit dem TV-Programm und viel Spaß. Bis morgen.